schön, dass ihr hier alle wieder eingeschaltet habt bei Watch Dogs. Das freut mich sehr besonders. Auch allen neuen Zuschauern ein herzliches Willkommen hier bei Watch Dogs. Sagte ich gerade schon, ne? Ich bin der Ascanius und wir müssen wieder hier an den Arsch der Ewigkeit für die Kampagne. Ja, da haben wir wohl ein bisschen rückzulegen. Nö. Ich hoffe, dass ich mich hier nicht unterwegs... neue Sehenswürdigkeiten. Ah ja, hohle Gegenstände. Vergangener Ruhm. Diese Skulptur ist Kunst fürs Volk. Schön, dass sie so etwas interessiert. Ja. Newbie, Glückwunsch, Ihre erste Anmeldung. Forever-Skulptur, ja. Angemeldet. Was können wir jetzt? Geschenke deponieren? Auswählen für mehr Details, das interessiert mich nicht. Ich kann hier anscheinend aber auch nicht durchschalten, also melde ich mich wieder ab. Okay, hier gibt es 50 Sehenswürdigkeiten, die wir irgendwie abhaken können. Ja, das können wir ja so nebenbei mal mitmachen. Da gibt es mit Sicherheit eine Trophy für, wenn ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen darf und raten dürfte. So, was haben wir hier? Ein Mercedes-Benz. Ja, könnte daran angelehnt sein. Muss aber nicht. Der driftet auch ganz gut. Natürlich nicht so schlimm wie der Kollege von vorhin, aber da kennen wir ja nichts. Die Spielphysik hier sind sowieso ein bisschen für den Hintern. Also, mein Kumpel sagte letztens, ihm kommt das so vor, als wenn das Auto nicht fahren würde, sondern sich die Welt unter ihm dreht. Aber er spielt das auch am PC, also ich, das Gefühl hatte ich jetzt so noch nicht. Oder es hat mich noch nicht akut überkommen, dass dem so wäre. Oder seht ihr das so? Lasst doch mal einen Kommentar, was ihr davon haltet. Ob ihr das genauso seht oder ob ihr sagt, oder was ihr allgemein von diesem Fahrverhalten dieser Autos hier in Watch Dogs haltet. Und von den ganzen Animationen, meiner Ansicht nach, ist das ein wenig sehr lieblos gestaltet und dafür, dass man doch recht viel unterwegs ist, hätte da ein bisschen mehr kommen dürfen. Meiner Ansicht nach. Das darf man bestimmt auch anders sehen. Oder lasst insgesamt mal ein Feedback da, wie ihr Watch Dogs selber findet, ob euch das Spiel interessiert, ob ihr es vielleicht selbst gespielt habt. Ihr dürft natürlich auch ein Feedback zu meinem Gameplay oder zu unseren Let's Plays, zur Qualität allgemein da lassen. Das hilft uns, unsere Videos stetig zu verbessern und euch bessere Videos zu liefern. Ihr merkt, ein Plus für beide Seiten. Sehr gut. Aber wir wollen jetzt ja eigentlich Watch Dogs spielen und ich laber hier irgendeinen Scheiß, weil ich hier quer durch die Landschaft fahre und mich nicht von irgendwelchen umliegenden irgendwas ablenken lassen möchte, sondern euch weiter in der Kampagne voranbringen möchte. Ja, genau. So, was ist denn da Blaues? Ich sag ja, ablenken und so. Das sein müsste doch hier dann irgendwo sein, oder? Oh, der ist jetzt plötzlich hinter mir. Dann fahren wir mal einen Meter zurück. Online rennen. Nee, ist hier ein Rennfahren. Ich mich schon so über die Dings sowieso aufrege. Haha, so wäre perfekt für eine Verfolgungsjagd. So, aber das machen wir ja gar nicht. Aber es war mal schön, einfach das getan zu haben. Ich kriege nicht mal die Kurve mit der Kackkarriere. Schönes Auto. Schön aussehen tun die Autos ja wohl, aber das ist dann auch alles. Wir sind hier auf dem Friedhof, so wie das aussieht. Erinnern, Ups. Und das empfehle ich nicht zur Nachmachung. Mit einem Auto bis zum Grabstein heranzufahren. Oh, ist das Grab von unserer kleinen Nichte? Ich drücke Dreieck, ich erinnere mich. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein.
Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Indem ich den ganzen Tag über Grabsteine springe. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Da kommt ja eins nach dem anderen hier. Okay, dann wollen wir den doch mal da loswählen. Ich wusste schon immer, dass das eine Flachzange ist, der Typi, der alle abballert. So davor. What? What was that? CDOS Blackout, okay. Da vorne soll auf jeden Fall ein Verbrechen stattfinden. Da wollen wir uns das Ganze doch mal ein wenig unauffällig näher angucken. Nein, warte! Ich würde sagen, das war nicht in Ordnung von dir, Kollege. Du bist fertig. Auf dem Friedhof, ey. Du behindertes Kind, du. Mann. Ruf verbessert. Gesucht wegen Kreditkartenbetrug. Das auch noch. Mann. Verbrecherkampf fähig gemacht. Das hat uns doch wieder ein paar Punkte gebracht. Also Erfahrungspunkte. Wir konnten zwar das Opfer nicht retten, aber dafür werden wir ja auch nicht bezahlen, ne? So. Ist da vorne ein Cash Run? Da hätte ich mal wieder Lust zu. Ach, vom Logo sieht das gut aus. Ich hoffe, dass der nicht gesperrt ist. Nun steige ich auf der Seite aus. Nicht verfügbar. Was soll denn das? Bin ich jetzt irgendwie... Ah! Wenn ich das Handy in der Hand habe, ist der nicht verfügbar. Okay, gut zu wissen. Wir laden den Cash Run. 3, 2, 1, wir haben ein Auto im Weg. Geparkt. So, weiter geht's. Und noch weiter. Und da durch. Jawohl, ja. Und da rauf. Und dann nicht da runter. Oh, fuck. So, das hat uns natürlich richtig derbst Zeit gekostet. Nein!
Muss aufpassen, wenn man die Knöpfe hier alle gedrückt hält, dass einem da nicht so irgendwie was dazwischen kommt. So, da einmal. Oh, das nicht so kacke. So, weiter geht's. Da haben wir den, da ist der. Da unten drin haben wir den Kollegen. Da geht es noch weiter. Ah, jetzt steht da noch nicht so im Weg rum. So. Jetzt gerade, wenn hier die Leute nicht so im Weg stehen würde, über die man dann auch lockig flockig mal drüber hüpfen kann, läuft es ja eigentlich gar nicht ganz miserabel. Am Anfang, zwischendurch, wo ich da zwei von diesen Roten gesammelt habe, das war natürlich tierisch unbegabt. Und sollte man vielleicht nicht so viel drüber reden. Aber sonst würde ich sagen, Daumen hoch für das, was hier gerade so abgeht. Läuft doch eigentlich gar nicht so miserabel. Bäh. Ne? Ich sollte meine Wörter auch vollenden. Dann ist der Satz auch sinnvoll. Und da. Dann nehmen wir da die Abkürzung. Ah, verdammt. Und da haben wir das Ziel erreicht. In 1,40. Silber bei 1,35. Das hätten wir schaffen können. Das versuche ich nochmal. Das kriege ich hin. Silber will ich haben. Komm. Musst du das vorhin auch so laden? Nein, oder? Aha, ja. Okay. Haben wir andere Musik jetzt? Sehr cool. Okay, jetzt sollte ich mich vielleicht... Da ist etwas extra Zeit, sehe ich gerade. Ne, halt, minus 10? Ach ja, minus 10 ist extra Zeit, klar, nicht plus. Wir wollen ja möglichst schnell sein. Guten Tag. Denken Sie mal einen Meter mit. Nö. So, das läuft doch bis jetzt ganz sexy. So, haben wir den auch. Oh, da war fast falsch abgebogen. Dadurch, dadurch und in das Loch gesprungen. Und dann einmal an dem Kollegen vorbei, darauf. Und noch hier rüber. Wunderbar. Und an dem vorbei sind die Leute immer gleich hier positioniert. So haben wir den auch gekriegt. Da ist der nächste. Und noch einen. Und da noch einen. Bis jetzt bin ich, glaube ich, richtig gut unterwegs. Ob das für Gold reicht, wage ich natürlich zu bezweifeln. Aber Silber dürfte... Ah, das war natürlich mega mäßig. Nein, kein davon. Oh, wenigstens das nicht. Das war schon so schlecht genug. Ah, fuck. Fuck! So, 1,16 ist zu schlagen. Das schaffe ich nicht mal. Das schaffe ich nicht mal. Nein, 1,16 wäre Goldzeit. Ah, verstehe. Okay, dann ist ja noch alles im grünen Bereich. So, nein. Ah. Aber wir haben auf jeden Fall die 1,35 geschafft. Auch wenn das Ende natürlich wieder nicht so gut war. Aber damit leben wir. Gold schaffe ich eh nicht. Jetzt so spontan auf Anhieb. Oh, jetzt wäre ich hier fast runtergesprungen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen ungemütlich geworden. So, das geht aber so. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder zur Straße, nachdem ich über den ganzen Friedhof wie so ein Irrer gerannt bin. Oder das immer noch tue. Nur, dass ich diesmal keine Münzen einsammle, die sonst keiner sieht. Und da sagt mal einer, das wäre noch kein virtueller Trip. Ich weiß ja nicht. Ist das der Typ aus dem Fernsehen? Jo. Was soll das? Dummes Arschloch. Bitte. Sei froh, dass ich dich jetzt nicht abknall. Dummes Arschloch. Gib dir gleich mal dummes Arschloch auf die Fresse. Ja? So ja nicht. Ich will das Geld, okay. Paketstandort. Okay, das könnte spannend werden, wenn wir es rauskriegen. Komm. Ja. Interessantes Objekt. Wegpunkt setzen. Ist ja gleich hier vorne. Perfekt. Neue Sehenswürdigkeit in der Nähe. Ach, der Friedhof. 47 Anmeldungen letzten Tage. Ich kann hier allerdings keine Geschenke... Vielleicht, weil ich keine Freunde habe, die in der Freundesliste wieder spielen. Das könnte natürlich sein. Wäre eine Argumentationsmöglichkeit. Machst du auch was Spannendes? Entschuldige dich. Tatort. Ich bin auch gefährlich. Ja, genau, lol, ja, glaub du mal. Heiliger.
Schön, aber wir wollen ja erstmal das Päckchen finden. Scheiße. Da sollte ich nicht zu nah ran, das macht Schaden. Okay, da oben, da ist ein Fragezeichen. Das könnte es natürlich sein. Wir gucken mal auf die Karte. CTOS-Alarm. Ah ja. Ja, verdächtige Übergaben. Genau das will ich abfangen. Ganz genau das. Gut, dass ich nicht schon mal da oben war oder so. Zufällig. Und wieder komplett runtergerannt bin. Nein. Okay, jetzt muss hier natürlich irgendwas rumliegen. Vielleicht haben die mich auch gehackt, vielleicht nicht. Das ist das Problem. Die haben andere Züge, die verschwenden ja. Da. öffnen. Oh, $963. Naja, dafür kann man mal einen Meter laufen hier. Ich sag mal, 10 Minuten Arbeit ist das kein ganz miserabler Stundenlohn. Da sag ich mal, ich habe mein Tagewerk vollbracht. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, was es noch so gibt. Das war eine Sehenswürdigkeit oder was? Ah, da ist eine, die hatten wir noch nicht. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wieder nach dort hinten? Ja, dann ist das natürlich nicht am Weg. Nee, das ist ja dann doof. Was ist dort? Ein potenzieller Tatort? Oder wird? Naja, kommen wir ja dran vorbei. Vielleicht halten wir an. Wenn wir da ganz viel Lust zu haben. Okay, was ist denn da Spannendes? Hat Verbindung zu Blume. Okay, was ist das? Volles Bankkonto. Ah, $640. Sexy. Okay, Blume-Agenten. Blume-Agenten sind äußerst geschickte Hacker, die sich unter Zivilisten verbergen. Blume-Agenten können erkennen, wenn sie versuchen, ihre Handys zu hacken. In diesem Fall werden sie versuchen, sie bei der CTOS-Zentrale zu melden. Wenn die Oh, wieder ein Kopfgeld ausgesetzt. Okay. Ja, das musste leider sein. Ich will mich ja jetzt hier nicht... Okay, was brachte... Erbe. Was sagst du da? Ich sage, du bist nicht mehr du selbst. Wie du dich bewegst, die Kleidung. Okay. Ich muss hier mal weg, da ruft jemand die Bullen. Bitte, schnell, eine Schießerei. Ach, eine Schießerei. Blödsinn. Ich hab doch nur das Viech da weggeballert, also das Arschloch. Also, die Fotze. Die ich geplündert hab, die mich dann beim CTOS melden wollte. Das war total uncool. Von ihr. Alter, wer fährt denn diese Poller hier hoch? So ein Schmuh, ey. Ich muss aus diesem scheiß CTOS-Gebiet raus. Fuck. Fuck! Ich fahr schneller! Halt. Ah, die haben mich erwischt, ne? Na gut, dann bin ich in dieser Zugstrecke natürlich super aufgehoben. Allerdings scheinen die zu wissen, wo ich bin. Was ich natürlich total nachvollziehen kann. Hallo. Tschüss. Das bringt mich natürlich jetzt wieder ganz woanders hin. Ah, hier ist mein Versteck, verstehen Sie? Aber ich weiß nicht, ob ich mich so in einem Versteck verstecken kann. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich kann überhaupt nichts mehr machen, was Lenkung gerade angebelangt hatte. Tatet. Okay, wollen wir mal schauen, wie wir uns hier sinnig irgendwie weiter bewegen. Die Karre ist Schrott, unsere dampft nämlich aber auch schon ganz schön. Da müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir da irgendwas Geschicktes anstellen. So, das Schild bringt uns natürlich 0 Meter weiter. Von hinten kommen gleich die Bullen an. Aber wir können ja hier erstmal dem Weg zu unserem Versteck folgen. Vielleicht hilft es ja was. Wir können es auf jeden Fall mal testen. Das wäre ja ziemlich easy peasy, schmusi dusi, aber ich bin mal dran vorbeigefahren. Ist natürlich suboptimal, aber wir erinnern uns noch an diese tolle Siedlung hier. Wo wir dort vorne nach oben gehen können. Aber am besten nicht zu weit nach oben laufen, weil... Wegen, dann bin ich auf so einer komischen Cocktailparty. Auf der ich allerdings überhaupt kein Versteck habe. So, jetzt bin ich mal gespannt...
Ich könnte in mein Versteck gehen, ja. Aber das scheint mir wenig zu helfen. Garderobe. Ja. Ich kann mich supi elegant umziehen. Aber ich habe lediglich das Gefühl... ausruhen. Das wäre jetzt ziemlich makaber, wenn ich mich jetzt hier ausruhen könnte. Um ehrlich zu sein. So. Das ist krass, wie hell das hier auf einmal ist. Da sieht man natürlich herzlich wenig. Da bin ich jetzt natürlich super, super Fluchtort hier. Super, superster Fluchtort. Super, aller superster Fluchtort. Alter. Sag mal. Polizist getötet. Ja, und ist das schlecht? Der geht mir doch auf den Keks, nicht ich ihm. Okay. Was läuft da unten für eine Zeit? Suche, wo die... Ach, die haben mich nicht... Ach, die sehen mich nicht. Vielleicht war dieser Fluchtort doch nicht so doof. Kann ich die Tür nicht schließen? Anscheinend nicht, aber ich sollte jetzt tatsächlich hier nicht rauskommen. Da ist nur noch 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1... Fine. Da. Eine Hackergruppe, die sich selbst DeadSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTOS anfällig für Angriffe von außen sei. Die Gruppe sagte, dass sogenannte Auftragshacker das System leicht für den Höchstbietenden manipulieren könnten, auch für Terroristen. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, die Gruppe spiele leichtfertig mit Ängsten. DeadSec beschreibt sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. Ja, und das würde ich sagen, ist doch ein schönes Schlusswort. Der moderne Kanarienvogel im Minenschacht. Zum Ende dieser Folge. Und ich wünsche euch noch viel Spaß hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns hier wieder, wenn es wieder heißt Watch Dogs. Mit Ascanius bei Liquid Let's Plays. Jo. Tschüss.